Sterling bekommt hier den Ball, erzeugt Druck auf die Kette. Obwohl Liverpool ganz klar in Überzahl war, haben sie das richtig gut gemacht. Hier war dann Leroy Sané und Aguero. Sterling läuft auf die Kette zu, bindet einen Spieler. Aguero war hier auf der Seite bei Leroy Sané. Und jetzt ganz wichtig, das Verhalten von Aguero. Was ist passiert? Er hat diesen Laufweg in die Mitte gemacht. Warum? Weil er somit diesen Laufweg, weil er somit diesen Spieler mitgezogen hat. Das war Alexander Arnold. Nur durch dieses Laufverhalten hat er diesen Spieler mitgezogen und somit hat sich dieser Raum geöffnet für Leroy Sané. Und Sterling macht das natürlich hervorragend, spielt zum richtigen Zeitpunkt einen sehr guten Ball auf, also zu Leroy Sané. Der hat eine sehr gute Ballan- und Mitnahme. Der erste Kontakt war richtig gut, nimmt ihn ordentlich mit und schließt dann ab. Aber die ganze Situation ist nur entstanden, weil Aguero mit seinem Laufverhalten diesen Raum geöffnet hat und diesen Spieler mit ihm mitgezogen hat. Das könnt ihr dann in den Highlights noch einmal genauer, könnt ihr da genauer hinschauen. Und bei der zweiten Szene war das genauso, damit man sieht, dass das kein Zufall war. Das war in der 81. Minute, wo das war ein Umschaltmoment für Manchester City. Hier bekommt Sterling den Ball, überrennt Robertson, den linken Außenverteidiger, und dann war es eine 3 gegen 2 Situation. Und wie haben sie das wieder gelöst? Sterling dribbelt mit Tempo auf einen Spieler zu, das war Virgil van Dijk, und hier war Lovren, Leroy Sané und Aguero. Genau so war es. Ganz schön zu beachten ist es, wenn ihr euch das dann anschaut, Sterling, während er läuft, deutet er mit der Hand, dass einer in diesen Raum reinlaufen soll. Schaut dann nochmal genau hin. Warum? Weil in dieser Situation jetzt, bei dieser 3 gegen 2 Situation, kontrolliert dieser Verteidiger, Lovren, kontrolliert beide Spieler. Und somit hat er keine Anspielmöglichkeit. Was ist dann passiert? Aguero macht wieder diesen sehr, sehr guten Lauf da rein. So, und jetzt muss sich dieser Spieler entscheiden. Wenn er mit Aguero mitgeht, dann ist wieder dieser Raum frei. Wenn er aber bei Leroy Sané bleibt, dann ist dieser Passweg auf Aguero frei. Und was hat dann Lovren gemacht? Lovren hat sich dann entschieden, dass er bei Leroy Sané bleibt. Wahrscheinlich auch, weil er Minuten davor das Tor gemacht hat. Deswegen hat er sich entschlossen, hier zu bleiben. Und Aguero macht dann diesen sehr guten Laufweg zum richtigen Zeitpunkt. Bekommt er wieder den Ball von Sterling. Und dann wollte er den Tormann überspielen und das Tor machen, aber Becker hat das dann richtig gut gemacht. Aber nur noch einmal zum Verstehen, wie das alles entstanden ist, nur aufgrund vom Laufweg, weil er den Verteidiger zu einer Entscheidung gezwungen hat, ist dann diese Chance entstanden und genauso davor das Tor von Leroy Sané. Also da sieht man, dass das kein Zufall ist, sondern dass da auf dem Feld wirklich sehr hohes taktisches Spielverständnis ist bei den Spielern. Und ja, es war richtig schön anzuschauen. Ich hoffe, die Analyse hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!